willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team und willkommen beim Viertelfinale vom Blau-Weiß-Rot-Pokal, wie ich ihn nenne, nämlich dem Pokal, wo man nur mit französischen Spielern spielen darf. Das ist mir in der letzten Folge auch gut gelungen. Da haben wir im Achtelfinale begonnen, haben vorher das Team gebaut und es war ein geschmeidiges 9:0. Ich habe mich gerade gefragt, als ich den Teamnamen gesehen habe und das Logo, ob ich gerade gegen CPU gespielt habe. Nein, das war schon online. Jetzt geht's weiter im Viertelfinale. Es können auch noch alle spielen, das ist auch schon mal schön. Manchmal wird man hier bitterböse überrascht. Wir suchen uns den nächsten Gegner. Ich muss mich hier ganz kurz wegdrehen. Es ist irgendwie gerade immer so leicht nasal, ein bisschen zu. Und da muss ich dann schnell eine Lösung finden. So, Black Blanc Blanc Bur. Keine Ahnung, was er mir damit sagen möchte. Aber er wird, das habe ich schon das letzte Mal gesagt, was ich immer sehr schade finde an solchen Pokalen, ein Team mit französischen Spielern haben. Wow, keine Überraschung. Es sind jetzt keine Überspieler drin, ein Lacazette. Ja, den kennt man. Mich jetzt mal interessiert, wie der geupgradete funktioniert. Eine tendenziell eher offensivere Formation. Ah, ich habe natürlich zwei Dinge vergessen. Und ich finde es schön, dass mir das direkt zu dem Beginn des Spiels einfällt und nicht nochmal irgendwie eine halbe Minute vorher, nämlich Spielanweisungen und auch Standardschützen. Und da komme ich fast durch mit der Kombination, aber bleibt dann hängen. Lässt er vielleicht durch, ne? Er spielt den Doppelpass. Oder er möchte ihn ansetzen. Ah, da bin ich fast dran. Oh, fast abgefangen. Fast drauf gewesen, aber dann pfeift der Schiedsrichter das Foul. Gut, der Ball wäre so geil gewesen zum Rausspielen. Nein, 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 nein. Und Rouvier hält den auch. Das ist dann nur ärgerlich, dass der quasi in die Position kommt, weil er quasi vorher eigentlich ein bisschen Glück hatte. Jetzt müssen wir den Ball hier rausspielen. Sehr schön, das ist Varane. Okay, spielen wir hier kurz nach oben. Ich hoffe, nee, bekomme ich nicht mehr. Aber jetzt ist Platz oben. Sehr viel Platz. So, Griezmann zieht hier an. Er hat auch im ersten Spiel quasi den Auftakt geliefert. Und jetzt mal drauf und da ist das 1:0. Sehr duselig, dass ich voll durch den Gegenspieler durchschieße. Aber ich denke, ganz fein gemacht. Die Schusstäuschung ordentlich Glück, dass ich ihm komplett durch die Beine schieße. Er steht eigentlich genau vor mir, blockiert eigentlich den Schuss. Und ja, ich ärgere mich über sowas. Definitiv. Hab einfach sehr viel Glück, dass, wie gesagt, der Schuss nicht blockiert wird. Und damit die frühe Führung. Das ist auch das letzte Mal so gewesen. Durch Griezmann. Gehen wir weiter hier auf Benzema. Und er nimmt jetzt hier den Ball ab. Reinschnibbeln. Oh, Rouvier hält den Ball. Ah, muss ich vielleicht noch weiter nach außen laufen? Schlecht. Oh, es kann Foul geben. Nö. Okay. Nee. Schlecht eingegeben. Das ist jetzt eine Riesenlücke. Sieht das sehr, sehr gut. Ja, macht er noch eine? Ja, yeah, die habe ich aber. Oh, habe ich nicht. Jetzt bin ich aber dran. Puh. Gegner sehr trickreich. Oh, sehr, sehr gut antizipiert. Volles Risiko gegangen, aber hat ganz genau gewusst, was ich mache. Weil Varane hat dann nicht mehr in der Verteidigung gehabt. Hat nur diesen Anspielstation zugestellt. Und das hätte auch komplett in die Hose gehen können, aber es hat sich gelohnt für den Gegner. Mit dem Ballgewinn. Okay, jetzt pfeift er das Foul. Oh, das ist ein bisschen sehr viel Risiko. Und jetzt können wir vielleicht auch wieder schnell umschalten. Also zwischen. Oh, ne, jetzt nicht. Raus. Sehr gut. Zwischendurch die Legs stören so ein bisschen. Also Ruckler. Jo, jo, jo. Auf Pogba wieder eigentlich. Nicht sauber genug eingegeben, die Schusstäuschung. Gute Bewegung von ihm, aber da ist es dann zu offen geführt. Auch wieder viel Risiko in der Ballführung. Boah, ist das eng hier. Komm, Wenzel läuft. Ja, 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 annehmen. Nice. Sehr gut, ja.
und voll in die kurze Ecke oder mitten aufs Tor reicht auch. 2-0. Sehr schön im 2 gegen 1 quasi durchgesetzt und danach angezogen, dann hat er keine Chance mehr gehabt und Rivier steht sehr, sehr komisch und damit das 2-0. Vielen Dank, den nehme ich gerne. Ja, Pogba. Achtung, der läuft durch. Der läuft durch und grätscht ihn fast rein, aber das war dann, glaube ich, ein Rückpass. Habe ich. Ganz easy. Mal ein bisschen weggestummt. Ein bisschen viel Körpereinsatz, aber genau an der Grenze. Oh, zu locker gespielt. Schöner Ball. Er spielt sehr, sehr geile Umschaltpässe auf den Stürmer. Ich glaube, der war jetzt zwar im Abseits, aber hat vorhin auch schon mal einen sehr, sehr schnell geschaltet und gut angespielt. Das gelingt ihm sehr gut. Der Anstoß eher nicht so, meins. Der Abstoß, Freistoß. Jetzt auf Valbuena. Aber holt er den Torhüter rechtzeitig raus. Ich weiß gar nicht, ob er das gemacht hat oder ob Rivier weiter freiwillig so weit rausgekommen ist. Das ist risikoreich. Hat er sehr viel gekämpft, sehr viel Unsauberheiten jetzt in diesem Umschaltspiel drin zu haben. Von daher hätte es jetzt dadurch fast auch den Treffer gegeben oder die gute Chance. War noch weit davon entfernt, das weiß ich, aber er hatte es sehr gut eröffnet durch seine Unsauberheiten da. Oh, den müssen wir köpfen. Gut, jetzt können wir auch wieder. Es geht ein ständiges Hin und Her hier. Ah! Das kann besser klappen. Jetzt auf Benzema. Ja, genau. Und locker reinlegen. 3-0. Boah, da war eine Riesenlücke. Keine Ahnung wieso. Und ich bin sehr zufrieden, dass ich es sehen konnte. Hier, Valbuena auf Benzema. Richtig schön durchgesteckt. Da passt einiges. Und der Gegner geht raus. Und damit gehen wir dann direkt ins Halbfinale. Das finde ich gar nicht so schlecht. So kann ich den Pokal sehr schnell in wenigen Folgen durchspielen. Von daher, yo. Werde ich jetzt hoffentlich gleich trinken, wenn ich im Menü bin, dass ich dann mal auch die Standardschützen einstelle und Teamanweisungen oder Spielanweisungen gebe. Aber ich frage mich gerade, ob ich das überhaupt machen sollte, weil 9-0 im ersten Spiel, 3-0 hier nach 38 Minuten. Weiß ich nicht, ob ich da was verändern möchte, was die Spielanweisungen betrifft. So, Matuidi, kein Vertrag mehr. Da haben wir aber noch die eine oder andere Karte zur Verfügung stehend. Und dann gucken wir mal bei Spielerrollen. Ich merke gerade, dass ich gar nicht weiß, wer bei mir Standards treten könnte. Ich glaube, Valbuena hat eigentlich ganz gute Werte. Griezmann nicht ganz so gut. Aber Griezmann ist ein Linksfuß. Ja, dann lasse ich das links. Nee. Und rechts machen wir Valbuena. Einfach mal aus dem Bauch heraus. Ja. Ja. Hat jetzt gar nicht so viel gebaut. Und mein Team, also ja doch, ich gebe mal ein paar sehr einfache Anweisungen, die für die Offensive nicht ganz so viel verändern sollten. Gut, das lassen wir jetzt auch. So, dann suchen wir uns den nächsten Gegner. So kann es gerne weitergehen. Das war jetzt auch sehr schnell. Ah, warte. Durchgezogen. Spieler austauschen. Der braucht eine Pause. Und der De Bruyne auch. Den haben wir hier noch. Piszczek, Shaqiri. Und es müsste dann eigentlich noch einen Spieler geben. Also eigentlich sogar zwei. Aubameyang braucht auch eine. Hä? Ne, braucht er nicht. Habe ich mich verschaut. Bernard. Auf jeden Fall, gut. Jetzt können wir weitermachen. Suchen uns den Gegner. Ist jetzt auch schon das Halbfinale. Da wird es schon vielleicht ein bisschen enger, was mögliche Gegner betrifft. Die Auswahl zumindest davon. Ich hoffe, ich kann so weitermachen. Also bis jetzt lief das. Sehr, sehr gut. Benzema auch die Chancen sehr schön genutzt. Ist ja manchmal auch ein Manko von mir. Gegner auch. Eine offensivere, tendenziell offensivere Formation mit 4-3-3 mit der falschen 9. Man könnte auch der falschen 9 spielen.
Weiß ich nicht, wir werden es nie erfahren. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man Lacazette da spielen kann. Manche spielen, glaube ich, da Pogba, weil er natürlich körperlich sehr robust ist, einen guten Schuss hat und die Bälle halt auch noch ganz akzeptabel verteilen kann. So, da haben wir jetzt auch einen Gegner. Hat ein bisschen gedauert. Der spielt auch in einem 4-3-3, aber er spielt die offensive Variante mit einem ZOM und zwei ZMs. Lacazette, Griezmann, Ben Arfa, Pogba, Matuidi, Valbuena. Sehr, sehr viele offensichtlich bekannte Gesichter. Ja. Fällt mir natürlich bei so einem Pokal recht schwer, was dazu zu sagen. Weil es dann doch nicht so viele Variationsmöglichkeiten gibt. Man kann natürlich volle Lotte mit Inform spielen, hast du nicht gesehen. Ein Ribéry, der noch sehr teuer sein wird. Nee, der Ball ist nix. Den darf ich nicht spielen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht wechselt er jetzt nochmal irgendwelche anderen Nicht-Franzosen ein, aber das geht ja auch nicht dadurch, dass die Bank auch mit Franzosen gespickt ist. Habe ich? Jo. Den noch nach vorne? Nee. Gut, gerade noch so gelöst bekommen. Alles sehr eng, aber jetzt haben wir vielleicht ein bisschen den Raum erzeugt, den ich brauche. Ja. Der Heel-to-Heel, der war nix. Aber, ach schade, ich hätte gehofft, dass ich ihn vielleicht noch bekommen kann. Hat gewechselt, oder? Hat er gewechselt? Nö, hat nicht gewechselt. Jetzt auf Benzema. Wupp. Und BAM! Ah, oh, leider nur an die Latte. Schade. Ah, da war was drin. Ich musste ihn, glaube ich, in die kurze Ecke schießen. Weil ich mich nicht richtig gut für die lange Ecke ausrichten kann. Den habe ich. Den macht Pogba normalerweise easy. Leider tackelt er ins Leere und räumt dann auch ganz ordentlich den Spieler ab. Schießt er? Ja. Kann er gerne machen, kann er gerne weiter so machen. Anfang war gut. Konnte sehr gut mit Dribblings den Ball sichern und kontrollieren gegen seine doch druckvolle Verteidigung. Benzema läuft wieder sehr geil oder stellt sich wieder gut in Position. Aber diesmal kommt er nicht an. Lässt er den Ball sehr gut laufen. Jetzt durchspielen, denke ich. Aber da sind dann zwei Spieler von mir da. Och, Griezmann. Das ist ein bisschen viel Risiko. Hätte ich nicht gedacht, dass er das so gut. Jetzt hat er einen Dreh raus, wie ich dribbel. Gerade zumindest in dem Moment. Muss ich ein bisschen aufpassen. Dass ich da eben nicht zu sehr. Oh, entgegenkomme. Oh, ah, ganz knapp den Ball nicht behaupten können, aber der ist meiner. Und jetzt können wir wieder schön umschalten. Kommt der? Kommt der? Der kommt. Und Benzema tippelt den rein. Sehr geil. Öffnung der Pass auf Valbuena, weitergeleitet auf Benzema. Und der trifft irgendwie den Ball. Sehr unkonventionell. Bupp. Und damit dann nicht zu halten für den Torhüter. 1-0. Schöner Auftakt. Auch hier. Nice. Oh ja. Ja. Und jetzt so. Oh, das ist faul. Ja, eindeutig. Und jetzt gucken wir mal, was hier die Werte betrifft. Ich glaube, Valbuena hat eigentlich die Genauigkeit, aber nicht die Schusskraft. Schauen wir mal. Nee, da habe ich mich vertan. Er hat nur 75 Genauigkeit. Griezmann ist auch irgendwie... ist nicht die Bombe. Wenn, dann eher hier mit Benzema. Ich probiere den richtig krass um die Mauer herum zu. Aber der hat nur 80 gefehlt. Ich kann natürlich auch einfach hier kurz anspielen. Und ah, oh, fast den reinschießen. Oh, das ist nämlich das Problem, wenn man ein Spiel auf die Mauer stellt. Genau. Wenn man ein Spiel auf die Mauer stellt, hat man einen riesengroßen Vorteil, weil die Mauer dann doch nochmal größer ist. Ich meinte eigentlich, wenn man ein Spiel auf die Linie stellt, dann laufen dann nämlich Spieler in Position, die man kurz anspielen kann. Und dann kann man schnell ein Problem haben, wie man gerade gesehen hat, weil das kann auch mal ein Tor werden.
Kuchelny? Ja, tritt hier mein Valbuena zusammen. Finde ich nicht ganz so cool. Jawohl, vielen Dank. Den kann ich gut gebrauchen. Verteidigter steht da gut, steht da gut drauf. So. Einmal lang rüber. Nice, schön geöffnet. Der Pass war total Banane. Komm jetzt mir. Ja. Ah, schade, ich konnte fast nachsetzen. Was mache ich da? Was habe ich da gerade für einen Quatsch gemacht mit Griezmann? Das war nicht gut. Oh. Junge, er spielt so ein bisschen mit dem Feuer hier. Er sollte eigentlich auf Griezmann und nicht auf Valbuena zurückgehen. Er wäre nämlich dann noch nicht abgefangen worden. Okay, jetzt probiert er an zu laufen. Ui, da habe ich mich gerade verteidigt, quasi vertan in der Verteidigung. Das war nicht so gut. Und jetzt wird es hier richtig brenzlig. Boah, Varane gerade noch so dazwischen kommen, Alter. Das darf nicht passieren. Das war eigentlich gerade schon fast das 1:1. Nach dem Lattentreffer war mein Torhüter komplett aus dem Gefecht genommen. Und dann echt Glück gehabt, dass ich da erst den direkten Schuss verhindern konnte, wenn das Tor frei ist, und danach nochmal blockiert wurde. Boah, was ist hier los? Der nächste Lattentreffer. Und Valbuena bekommt den jetzt hier gerade vor die Füße, aber schön vom Pogba rausgespielt. Und jetzt umschalten. Jetzt kann es schnell gehen. Nein, verdribbelt. Ganz, ganz schlecht. Und Mongola, ja, der sah ganz gefährlich aus, muss ich sagen. Aber damit rechne ich einfach nicht, dass mir ein Innenverteidiger den aus 35 Metern reinschießt. Das sah knapp aus, ja. Aber wie gesagt, ich denke, der geht viel zu selten rein. So, kleine Unsauberheiten, wo ich jetzt gerade momentan im Spiel nach vorne den Ball verliere. Jetzt kann es gut gehen. Ja, wieder so eine Unsauberheit. Aber der Gegner, der verteidigt auf jeden Fall, finde ich, sehr gut, sehr ordentlich. So, jemand mitzulaufen. Okay. Ach, der soll. Wo spielt der den denn bitte hin? War das jetzt gerade ein Verstolperer? Oder war das ein bewusster Pass nach vorne? Weil ich wollte eigentlich natürlich auf Benzema spielen, der auf der gleichen Höhe mitgelaufen ist. Sehr gut, auch zulaufen können. Benze, ablegen auf Griezmann. Weiter geht's. Jo. Ach, hat mir gerade einfach die konkrete Alternative gefehlt, weil Valbuena sich total sinnlos bewegt hat. Ich habe ein bisschen darauf spekuliert, dass ich Valbuena gleich sehr, sehr geil anspielen kann, aber der ist einfach da so total planlos rumgeeiert. Boah, intensive erste Halbzeit, guter Auftakt und danach zwei Lattenkracher vom Gegner. Mit einer anschließend guten Möglichkeit. Also, da muss ich ein bisschen Sicherheit nochmal reinholen in das Spiel, durch natürlich im besten Fall eine 2-Tore-Führung, wenn nicht sogar höher. Möglich ist es. Waren gute Ansätze da. Gegner verteidigt stark. Nee. Und den nach unten weg. Ist auch hier unten lang. Dann kann man schnell umschalten. Ein bisschen damit spielen, wo er zulaufen wird. Jo. Und den jetzt in die kurze Ecke. Aber Konko. Im letzten Moment. Scheiße, Mann. Den muss ich... Da muss ich ein Tor draus holen, weil da habe ich jetzt gerade mit Tempo-Dribbling so viel Gefahr erzeugt, dass ich dann eine richtig geile Überzahlsituation habe. Boah, aber den... Oh, lass laufen. Der wird vielleicht noch ganz schnell gehen. Die Kette war ein bisschen unordentlich. Das könnte sein. Boah, schade. Fand ich sehr direkt, sehr gut. Und dann auch eine vernünftige Schussposition. Geht manchmal rein, aber auch häufig
nicht. Die sieht gut aus. Kommt gerade so nicht ran. Das ist super gefährlich, was er hier macht mit Griezmann. Der Ball war super offen geführt, zweimal jetzt offen geführt. Wenn ich da den Ball erobere, ja, dann viel Spaß. Habe ich echt viele Möglichkeiten, direkt irgendwie so reinschießen, aber auch den Ball gut verteilen. Komm hier, Hamo mal reinholen in das Boot. Oh oh, oh. Und jetzt in die kurze. Ey, hallo! Der haut da Benzema um. Natürlich schießt sie schon Feuer aufs Tor, aber trotzdem darfst du meine Spieler im 16er, selbst wenn sie den Ball nicht mehr haben, kaputt treten und einfach auf die eintreschen. Das geht ja nicht. Ich wollte auf den ZDM spielen, auf Matuidi. Das ist mir leider alles zu eng, also vom Ergebnis noch zu eng. Hatte echt jetzt schon gute Situationen, Gelegenheiten, Chancen, um es klarer. Na, jetzt wird es fallen. Ja, es wird ganz hässlich. Wollen wir weiter durchziehen, jetzt mal hier kurz anspielen. Weitere Leute reinholen und Hamo Mama hier ist so. Und jetzt bekommt ihn leider nicht rechtzeitig Kontrolle, um ihn wieder wegzuspielen. War vielleicht auch zu steil gespielt. Und den sieht er gut. Jo, das wird. Ach. Das ist mir das zweite Mal jetzt in ein paar Tagen, dass mir das passiert. Aber warum auch der Torhüter nicht hingeht, sondern auf einmal mein Verteidiger, wo ich den Torhüter quasi mit Dreieck raushole. Das ist das Problem. Das ist, ihr merkt es gerade, es ist viel zu unkontrolliert, das Spiel. Ich verliere den Ball, es wird total gefährlich, weil meine Viererkette oder einer der Spieler nicht gerade so wirklich agieren in der Defensive. Dann verober ich wieder den Ball, ich kann wieder schnell umschalten, es geht gerade super schnell hin und her. Das ist viel zu wenig Kontrolle in dem ganzen Spiel, das muss ich jetzt mal ändern. Ich hoffe, er spielt den jetzt hier kurz. Oh, fast. Das ist auch super gefährlich. Das kann es jetzt sein. Wer ist das? Mongola, der ist schnell. Aber Valbuena ist schneller. Und den reinschießen. Boah, nice! Sauber von Griezmann. Und geile Aktion von Valbuena. Hier etwas der weggezogen und danach schöne Ball verteilt auf Griezmann. Und der mit einem super guten Abschluss. Sauber, richtig eiskalt, der Griezmann. Der ist super schwer. Den Volley direkt so zu nehmen und so gut zu platzieren. Das passiert nicht häufig. Wie ich dran war, wie ich dran war! Den L2-L2-Step werde ich nochmal zeigen. Jetzt auf Hamouma. Der ist im Abseits, ich breche mal ab, aber... Oh, Schiedsrichter. Natürlich, er pfeift es dann. Ist doch klar. Ich breche es extra ab. Und, yo! Oh! Das war so unglaublich notwendig, da noch mit der Grätsche ranzukommen. Guck mal, der Pogba läuft. Der läuft einfach durch. Oh, das ist Matuidi. 3-0. Krass, Matuidi einfach durchgelaufen. Und so, ja, da läuft ja gar keiner mit. Ich spiele ihn einfach mal an. Und dann auch eiskalt von ihm mit dem schwachen Fuß, mit dem rechten. Verwandelt, 3-0, das ist die Entscheidung. Ui, ein bisschen stark ihn angespielt, sollte natürlich eine Schusstäuschung werden. Kommt er nicht ganz mit. Ah, Mist, habe ich darauf spekuliert, dass ich da Benzema angespielt bekomme und dann der sehr frei schießen kann. Jo, Spiel ist durch. Ich kann noch ein bisschen was probieren in der Offensive. Das gefällt mir. Also das Spiel ist höchstwahrscheinlich durch. Vielleicht jetzt noch das 4-0, dann auf jeden Fall. Oder das 3-1, dann wäre es auf jeden Fall erstmal wieder nicht durch. Oh, ich glaube, der ist im Abseits. Ja.
Aber gut, 3:07 Minute jetzt. Das wird. Da muss ich auch ordentlich was verkacken, damit das jetzt noch schief geht. Gegner macht Pause, kann sein, dass er rausgeht. Finde ich ziemlich krass, warum ich dann nicht meinen Abbruchmodifikator jetzt, sag ich mal, aber er scheint wahrscheinlich so drauf zu sein, dass er. Nee, macht er auch nicht. Okay. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, warum er dann Pause gemacht hat. Jetzt kann es nochmal schön werden. Aber Rüvier, nachdem der Ball blockiert wurde, steht jetzt unglaublich hoch der Gegner. Macht natürlich dann schön, wenn ich dann in seiner Hälfte komme. Dann sind da Möglichkeiten. Lacazette tankt sich durch, trifft nur den Außenpfosten und damit bleibt er weiterhin torlos. Schöner öffnender Ball. Zack. Geht nochmal so. Geht auch nochmal so. Oh. Schade, ich wollte den jetzt reinholen quasi in den Angriff, damit er ihn dann ins leere Tor schießen kann. Weil der Winkel doch für den Linksfuß dann nicht ganz optimal war. Das war's gewesen. 4-0. 4-0? Habe ich das 4-0 gemacht? 4-0? Ich habe mich gerade irgendwie an das 3-0 erinnert, aber das 4-0? Nein, ich habe 3-0 gewonnen, oder? Bin gerade ein bisschen verplant, aber wir sehen es ja gleich. 3-0. Habe eben gerade einfach nochmal kurz vor Abpfiff nochmal die Anzeige gesehen und habe gesagt, das wäre auf einmal 4-0 gewesen, aber nein, es war 3-0. Und damit stehen wir im Finale. Sehr, sehr schön. Heute einiges geschafft in der Folge und ich wollte nochmal den L2R2-Step zeigen. Dazu haben wir auch ein Tutorial-Video. Und der Georg hat da uns eine Variante gezeigt, die einfach ziemlich gut immer wieder funktioniert in solchen Situationen. Nämlich hier sieht man jetzt gleich, ich werde mal ein bisschen näher rangehen. So, das ist ein Laufduell. Und was man hier, was ich jetzt halt hier betrachte, ist, das ist Valbuena. Daneben, ich glaube, das ist Mongola. Man kann es schon erkennen, das ist ein ziemliches Tier, der Mongola. Valbuena nicht. Und hier ist klar, wenn ich jetzt hier weiter noch den Ball so laufe und neben ihm quasi herführe und Mongola neben mir läuft, irgendwann drängt er mich weg und der Ball ist weg. Dementsprechend laufe ich weiter weg vom Tor, damit ich nicht noch Mongola noch mehr die Möglichkeit gebe, ranzukommen körperlich. No homo. Und mach dann einen L2R2-Step nach seitlich hinten weg und lass ihn dadurch ins Leere laufen. Hab jetzt den Raum vor mir, hab den Mongola komplett ins Leere laufen lassen. Sieht man ja, Mongola steht jetzt hier gerade 3-4 Meter von mir rechts weg, distanziert. Einfach durch diesen überraschenden Abbruch-Step-Move auf der Stelle quasi. Und er läuft weg und ist nicht mehr da. Und dann natürlich dadurch die Gelegenheit, den Ball zu verteilen auf Griezmann. Und der dann hier eiskalt mit dem linken Fuß sehr, sehr stark abgeschlossen. Ja, wie gesagt, wir haben zu dem L2R2-Step ein Tutorial-Video bei uns. Glaube ich. Ja doch, definitiv. Ich bin mir sehr sicher, dass ich dieses Jahr eins gemacht habe. Hier, L2R2, weggezogen den Ball, sicher weggeführt. Und wichtig ist halt quasi hier, den L2R2-Step weggemacht zu haben vom Gegner, so dass er den Ball nicht bekommen kann. Und danach kann man ihn sicher verteilen. Und Griezmann, wie gesagt, lässig abgeschlossen. Ich werde probieren, dran zu denken, das L2R2-Tutorial-Video in der Videobeschreibung zu verlinken. Und ansonsten, falls das nicht geschieht, falls die Videobeschreibung oder falls der Link in der Videobeschreibung fehlt, sagt bitte Bescheid. Und für diejenigen, die quasi das Video so gefunden haben, die können dann gerne, oder die wissen, dass das Video so existiert, können man gerne dann probieren, in den Kommentaren einen Link zu posten oder auch den Titel, wie man es finden kann. Falls ich es vergesse, weil ich bin in den nächsten Tagen wahrscheinlich ein bisschen unterwegs, von daher kann es sein, dass ich das mit den Kommentaren ein bisschen verspätet lese. Aber gut, das soll es heute gewesen sein. Wir sind in dem Finale von diesem Pokal. Läuft ganz gut, muss ich sagen. 9-0, 3-0, 3-0. Das ist schön und ich hoffe, so geht es auch weiter im Finale mit der schönen Belohnung. Das möchte ich nämlich mir einverleiben quasi. Das war's für heute. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.
und keiner da. Rudi! Rudi!